Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra. Ja, wir sind im letzten Part dieser Aufnahmesession und wir werden sehen, dass wir heute hier noch wesentlich, nach Möglichkeit relativ viel an Quest noch fertig bekommen. Schauen wir mal, vielleicht reicht es ja sogar noch fürs Level-Up, wobei ich das schon stark zweifle. Aber schauen wir einfach mal. Was war das denn? Was war das denn? Hallo? Na, der war ja mal gar nichts, der Schlag. Komm her. Ey, jetzt renn doch nicht immer weg. Ach, Junge. Nicht immer wegrennen, habe ich gesagt. Macht doch keinen Spaß, wenn du immer wegrennst. Wie sie auf mich einhauen mit ihren 400er Treffern. Entschuldigung. Das ist echt unglaublich. Versuchen sie mir echt weh zu tun. Klappt ja nicht so gut, meine Freunde, wa? So. Ruf springen. Ach, und er hat wieder nicht genug MP. Na gut. Ja, großes Hobby von dir, auf dem Boden rumliegen, wa? Zweimal in kürzester Folge auf dem Boden rumgewälzt. Wobei, ich darf ja nichts sagen. Ich habe ja im Part 300 habe ich ja dasselbe Hobby gehabt mit meinem Bodentouren da bei im Kelsaix Versteck. Aber da hat man echt schon gemerkt, dass die Instanzen doch wahnsinnig, wahnsinnig anziehen. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so extrem wird. Und da frage ich mich, wie man als Normalsterblicher das so durchziehen soll. Mit random Gruppen glaube ich schon mal gar nicht. Und wie gesagt, ich habe ja bis heute noch nicht mal so ganz verstanden, wie das mit den zwei Buffs funktioniert hat, mit dem Feuer und dem Eisbuff. Ich glaube, das werde ich auch niemals verstehen. Vielleicht, wenn ich da demnächst dann nochmal, weil sobald ich Level 60 bin, kann ich ja offscreen rein. Da muss ich einfach mal gucken. So, das haben wir. Dich auch nochmal. Zack und zack. Und dann können wir... Ach komm, den Rest hauen wir eben so weg. Sehr schön. So, das haben wir also alles gesammelt. Jetzt müssen wir... Wie viel müssen wir davon denn klatschen? Ich sehe dich. Ich sollte da vielleicht echt mal drauf achten. Jedes Mal, wenn ich da drauf hau. Komm mal her. Sehr schön. Ich glaube, dem ist ein Ei aus der Hose gefallen. So, komm, euch nehme ich jetzt beide mit. Nur weil ich kann. Oder ich nehme euch einzeln mit, von mir aus auch das. So, haben wir den schon mal weg. So, komm, komm, komm. Jawohl. Sehr schön. Und komm hier, den kriegst du auch noch ab. Allein nur, weil ich kann. Oh, der stirbt aber auch nicht, der Sauhund. So, weg mit dir. Gut, davon haben wir 7 von 8. Das heißt, einen brauchen wir noch. Dann nehmen wir doch einfach den hier. Und wenn er da gerade schon rumsteht, so breitwillig. Was? Hä? Ah, wollte schon sagen. Das haben die ja noch nie gemacht. So, Nummer 1 ist auf jeden Fall fertig. So, das nehme ich auch wieder alles mit. So, dann müssen wir mal gucken. Hier, die brauchen wir, glaube ich, noch. Sind das auch wieder 8 Stück, die wir von denen brauchen? Oder sind das weniger? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel wir davon überhaupt schon getötet haben. Ach, guck mal einer an. Haben wir echt schon so viele von denen getötet? Ist ja krass. Das ist ja krass. Und was haben wir hier? Okay, da hinten müssen wir bestimmt für die Hauptquest hin, ne? Ne, Quatsch, Hauptquest haben wir ja gar nicht mehr. Hauptquest müssen wir ja wieder oben zurück zum komischen Beobachtungslager, oder? Und in der Pathfinder-Posten. Der Pathfinder-Posten. Und natürlich haben wir jetzt wieder was gepult. Na, komm her. Weil du es bist, nehme ich dich mit. Nur dir zuliebe, mein Freund. Nur dir zuliebe. Ach, ich habe keinen Mana mehr. Ich wollte schon sagen, warum lädt er nicht weiter auf, der Saubeutel? Oh, bist du erschöpft? Na. Oh, jetzt versteckt er sich da unten wieder drin. Bin begeistert. Ja, das hat ja wieder funktioniert. Unglaublich. Komm her. So, friss den. So, wieder eine Heilsphäre. Finde ich gut.
So, und dann müssen wir jetzt als nächstes ja wohl einen namhaften Mops müssen wir klatschen. Okay, wenn wir den klatschen, hauen wir uns jetzt vorher nochmal hier das ganze Zeus rein. Zack und zack und zack. Ja! Auf geht's! Zack, 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 zack. Voll auf die Mütze. Glaubst du wohl selber, nicht wahr? So, hier aufladen. Zack. Was? Aha, ich hab schon wieder keine. Ich hab schon wieder keine Mana mehr. Ich bin begeistert. Toll. Da haben wir gerade alles rausgehauen, was ging. Und schon keine Mana mehr. 3000 Schaden. Was ist denn mit dir los? Schwächeanfall oder was? Kommt der mir mit 3000 Schaden um die Ecke? Ich weiß, ich bin ganz schön großkotzig, nachdem ich da vor Captain Haarlocke da abgehauen bin. Ne, wie hieß er? Captain Meister Proper und sein kleiner Clan? Oder wie habe ich die Folge genannt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja. So, wir haben auf jeden Fall noch eine Nummer 1, die wir da machen müssen. Dafür gehen wir hier einfach mal an denen wieder vorbei. Ich glaube, wir satteln auch einfach mal auf. Einfach nur, weil wir es können. Oh Gott, hier ist schon wieder so viel los, ey. Ach, guck mal, und da haben wir schon wieder so einen komischen Kasperkopf. Hallo, du komische Tröte-Kröte. Boah, 30 Millionen oder 300 Millionen Schaden, aber der hat natürlich auch wieder nichts getropft. Ach, das sind hier wieder solche Bratzbacken. Ja, hier, komm. Die alten Argonen-Anführer hier. So, auf geht's. Hallo. Ja, ich bin gerade maximal verwirrt, was meine Fähigkeit... Ach du Scheiße, wolltest du mich verarschen? So, hier kommt, den kann ich auch... Ah, weg mit dir. 60.000. Natürlich. Was macht der da? Ja, genau dich meine ich. Da ist er... Kannst du mal aufhören? Ist ja noch schlimmer, als wenn er hinter mich rutscht. Mann, im Himmel. So, den haben wir weg. Nächste. Es war also doch kein namhafter. Ich habe gedacht, das wäre gerade ein namhafter gewesen. Wo will er denn jetzt wieder hin? Renn doch nicht immer weg da. So, hier noch einmal. Nochmal wirbeln. Sehr schön, der ist hin. Das nehme ich mir mit. So, hier warten wir noch mal eben auf den Wirbel. Jawohl, da haben wir ihn. Und ist auch der dritte weg. Komm, die zwei können wir uns auch nehmen, oder? Hier, komm mal her. Einmal du. Einmal du, sehr schön. Okay, das klappt jetzt nicht so sonderbar, wie ich mir das vorstelle. Aber ist egal, den ersten haben wir platt. Holen wir uns den zweiten auch noch ran. Na, bei denen hat das echt nicht viel Sinn, die irgendwie einzeln zu prügeln. Weil die ja... Aua. Weil die ja doch irgendwie... Abstand von uns gewinnen wollen. So, den haben wir auch weg. Den Tropf... Tropfen mittlerweile auch alle so etwas mehr wie ein Gold, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Auch die zwei, das sind sogar drei. Machen wir die drei auf einen Schlag? Ja, komm. Weil wir es können. Sehr schön, einer ist schon tot. Ach, zwei sind sogar tot. Ne, doch nicht. Der andere ist nur umgefallen. Na, von mir aus auch das. Oh, und der hat schon wieder ab. Aua! Ihr Arschköpfe! Lass doch mal die Kacke bleiben! Ich wollte eigentlich länger gedrückt halten, scheiße. Aber gut, da haben wir die Quest wenigstens auch fertig. Damit müssen wir eigentlich alle Quests fertig haben und die auch direkt abgeben können. Ich bin mal gespannt. Wie sieht das jetzt eigentlich aus hier mit unserem Ruf? Was, hat er immer noch keinen Ruf gekriegt? Ach, den kriegen wir jetzt erst, wenn wir abgeben, ne? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, an den erstmal vorbei, weil ich habe ja keinen Bock, gerade gegen den zu kämpfen, weil wenn wir eh fertig sind, dann können wir uns das Kämpfen auch sparen. Dann gucken wir mal.
Ja, und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich werde mir definitiv jetzt, das mache ich gleich sofort nach der Aufnahme, deswegen sage ich euch das jetzt auch nochmal, werde ich mir einen Zettel an den Rechner pinnen, also an den Bildschirm an der Seite irgendwo, damit ich dann auch genau weiß hier, dass ich dann in der nächsten Aufnahmesession dann definitiv mal skillen werde, weil ich hatte ja gesagt, ich möchte ganz gerne, nicht Erste Hilfe, wie heißt das hier, Alchemie skillen, einfach um uns dann auch später selber Tränke basteln zu können. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Idee. So. Dann gucken wir mal, was ihr hier für mich habt. Ah. Unser Ruf ist also gerade auf argwöhnisch gestiegen. Hört sich jetzt nicht so erfolgreich an. Aber ist egal. Nehmen wir direkt die nächste an. Hier geben wir wieder die nächste ab. Was brauchen wir jetzt als nächstes an Ruf? Da bei denen, das ist ja jetzt alles neu für mich, 6000, krass, 3000, 6000, dann brauchen wir bestimmt als nächstes dann die 12000, oh Mann. So, da nochmal ein paar Erfahrungspunkte abgegrabbelt, wie schaut es jetzt aus, questtechnisch? Okay, wir müssen hier irgendwo gegen wen kämpfen. Müssen wir mal eben kurz gucken, was da denn für Viecher... Ach, das sind hier die, die uns vorhin schon so agrotechnisch auf den Sack gegangen sind. Bevor wir da überhaupt irgendwie was mit denen machen mussten. Ja, komm. Ah, der macht schon ein bisschen mehr Schaden. Wobei, ist das dein Ernst? Du krittest mich wirklich mit 900? Ja, gut. Wir sind doch relativ abgehärtet, so wie sie den Anschein hat. So. Komm mal her, jetzt renn doch nicht weg. Ey, Junge. Bleib doch mal einfach hier. Was habe ich denn da jetzt gedrückt? Ja, jetzt haben wir den da hochgeschossen, wo wir natürlich wieder nicht drankommen. Ich bin begeistert. Komm's runter. Runter jetzt. Dankeschön. Oh, Relikte, Relikte, Relikte. Ich freue mich. Es fehlen aber immer noch 6 Stück. So eine Kacke. Das wäre natürlich jetzt ein super Abschluss gewesen, wenn wir das noch zusammengekriegt hätten. Ey, sag mal. Freundchen. Ich werde gleich unfreund. Was? Ja, komm noch mal rüber da. Ich möchte nicht mit deinem Kumpel kämpfen, solange ich keinen Mana habe. Wenn ich wieder Mana habe, ist das gar kein Problem. Was bist du eigentlich für ein hässlicher Knilch? Kannst du keine Beine leisten? Oder gehörst du zu den Thorsen-Freunden? So. Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt. So. Wieder einer weg. Wie schaut es denn zeittechnisch aus? Ah, zeittechnisch haben wir noch einiges. Ist das eigentlich hier schon wieder das letzte Lager, was wir hatten? Ja, ne? So wie es aussieht, gibt es hier nur 2 Lager. Einmal das, wo wir jetzt gewesen sind und dann einmal das da hinten. Ja, und halt die Stadt. So wie es aussieht. Na dann. Sehr schön. Auch gut Leben gekriegt. Leckt mich am Sack. So. Jawohl. Wieder ein bisschen was. Alkahest. 4-mal. Direkt 8-mal Alkahest hatte der dabei. Mein Gott, volle Taschen. So, sehr schön. 2000 geheilt. Ist alles okay. Ich glaube, der rennt hier mit seiner Pilerente rum, um diese Eiertypen da platt zu machen, ne? Der farmt, glaube ich, die Eiertypen gerade zusammen. Ja, ist auch eigentlich ganz gut, wenn das so ist wie damals, wo ich vor 2 Jahren das Eiersammel-Event bzw. das Weihnachts-Event mitgemacht habe. Da bin ich auch durch die Welt gereist. Ach du Arschloch, bleib doch mal hier. Bin ich auch durch die Welt gereist und habe die ganzen Eier bzw. Geschenke waren zu Weihnachten. Habe ich von den Mikroläusen gesammelt, die da rumrannten. Und, da hatte ich auch teilweise 1000 Gold drin oder war es 2000 Gold, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe da insgesamt 500, 600 Stück von gesammelt und hatte, glaube ich, 3-mal, okay, das hört sich jetzt nicht viel an, aber ich habe auch gefarmt wie ein Weltmeister, hatte halt 3 bis 4-mal diese 1000 Gold drin. Was ich, wie ich schon sagte, sich nicht viel anhört. Aber zu den damaligen Zeit war das schon eigentlich ganz ordentlich für mich. Okay, da habe ich ja doch noch versehentlich den richtigen Knopf erwischt. So, das haben wir.
So, nochmal draufspringen, nochmal wirbeln und dann haben wir den letzten davon auch schon mal down. Hör auf wegzurennen. Dankeschön. So, auch diese Quest ist abgeschlossen und das heißt... Ach scheiße, jetzt müssen wir da oben hin. Gibt es da doch noch ein Lager? Moment, da muss ich jetzt erstmal gucken. So, hier einmal lang. Das sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Wir sind da oben, aber das ist auf jeden Fall auch irgendwas. Wobei ich aber keine Ahnung... Ich habe keine Ahnung, was da oben ist. Naja, ist mir auch egal. Da führt mich eh im Moment keine Quest hin. Deswegen... Was macht der da? Deswegen lasse ich das einfach. Ich sammle hier mal ganz kurz dieses komische, diese komische Zwiebel ein. Und dann denke ich mal, dass wir uns da oben, wenn wir dann die Quest abgeben, dann auch erstmal ausloggen werden für diese Aufnahmesession. Ein Strohkäfer haben wir gefunden. Ist ja interessant. Hier sind auch irgendwelche grünen Klamotten. Die müssen wir bestimmt auch später sammeln. Wieder neue Viecher. Das sind aber keine komischen blauen Hyänen, oder? Bitte nicht. Da habe ich jetzt gerade wenig Lust drauf, noch jemals in meinem Leben, in meinem Terra-Leben hier auf irgendwelche komischen Viecher zu treffen, die vielleicht durch mich durchspringen und dann von hinten versuchen anzugreifen. Nee, 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 das muss ich nicht haben. So, aber da haben wir auch schon unsere Leute und da hinten ist auch irgendwie eine Höhle, so wie es aussieht. Das ist interessant, hier ist das Portal. Was ist denn das da hinten? Meine Fresse, wenn man hier hochguckt, hat man fast oben am Himmel mehr zu entdecken wie hier unten. Ah, gefällt mir schon richtig gut. So ein Popori, hier haben wir so einen komischen dicken Knüppelkopf. So, den haben wir geschafft. Hier nehmen wir nochmal die nächste Quest an. Was? Was war das denn jetzt? Ach, der hatte zwei Quests für uns? Okay. Zieht mich nur zu Rate. So, damit haben wir hier auch schon mal wieder. Das können wir alles klein machen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, komm. Können wir noch ein paar von denen klatschen, wa? Bleiben wir einfach mal hier unten am Lager. Gucken wir mal. Das sind hier diese komischen Gesichter. Boah! Alter, der hat ja mal richtig einen reingeklatscht gekriegt mit 60.000. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, und wieder ein Lagerfeuer. Ich habe mittlerweile auch mitgekriegt, also das hatte mir, glaube ich, auch die Taschenrakete. Ja doch, die Taschenrakete war es. Die hat mir erzählt, es gibt nicht nur die roten Feuer, es gibt auch noch andere Farben an Feuern. Was war das gewesen? War es grün und blau oder so? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, mir wird immer so viel erzählt und ich vergesse immer so viel. Also von den 100%, die... Oh, schön. Von den 100%, die mir erzählt werden, vergesse ich meistens 99%. Müsst ihr wissen. Das ist das Alter. Da macht der Kopf nicht mehr so mit, wie er sollte. Na komm. Ey, na Mann, Junge. Wieso hältst du eigentlich schon wieder so viel aus? Du alter Knüppelklaus. Jawohl, geht doch. So, eine schöne Kombi. Haben wir gemacht. Da kriegen wir nochmal irgendwie ein Schwert für den Zerstörer. Was haben wir hier? Das scheint auch nochmal wieder irgendein Kräuterchen zu sein. Eine Ossi-Pflanze. Was heißt die Ossi-Osborn-Pflanze? Oder wie sehe ich das? So, hier, komm. Du willst noch einen auf den Sack, habe ich gerade gehört. Sehr schön. Und hier aufladen und umdrehen, damit wir den auch treffen. Ach, schade. Hätte der jetzt gesessen, der Treffer, dann wäre er hinüber gewesen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Wir, Leute, wir haben Level Up. Was? Was haben wir? Agonitor kennengelernt? Hä? Bitte was? Wir haben einen geheimen Brief. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wir haben einen geheimen Brief gefunden. Das habe ich schon mal mitgekriegt. So, gucken wir mal eben. Wir haben einen geheimen Brief gekriegt. Was haben wir da für eine Quest bekommen? Der Nexus. Ach nein, Nexus war doch dieses PvP-Schrottzeug, oder? Ich glaube, der Nexus war dieses PvP-Schrottzeug. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich da recht habe oder nicht. Und wir haben, glaube ich, eine neue Handlungsquest geschaffen. Bitte was? Pharma-Festival bitte zumachen, das bitte zumachen. Die Baldas-Zuflucht. Okay, wir haben noch eine neue Questreihe bekommen. Ist ja interessant. Alles für Level 60.
Okay, soll mir recht sein. Wir machen aber erstmal hier unsere Hauptquest-Reihe weiter, wo wir gerade sind. Da renne ich jetzt nicht nochmal irgendwie zurück. Da war wieder ein Let's Play mit Krankenwagen. Man hat es, glaube ich, gehört im Let's Play. Das hört man eigentlich immer. Ist ein Fenster offen oder warum ist das so laut? Nö, Fenster ist zu. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier direkt an der Straße wohnen. Naja, was soll's. Aber ich sehe gerade, wir sind gerade zeittechnisch ganz gut dabei. Wir gucken nochmal eben ganz kurz nach dem Brief. Was ist das für ein Brief? Kann ich den Brief... Ach, zum Rechtsklicken lesen. Okay, was haben wir denn da? Crazy Bane, ich bin dringend auf eure Anwesenheit bei der Zulfika Festung an der Canova-Front angewiesene Rodrigo. Dringend? So. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der Brief zu bedeuten hat. Hat er den gedroppt oder haben wir den jetzt bekommen, weil wir Level-Up hatten? Man weiß es nicht so genau. Ist uns aber jetzt in diesem Moment eigentlich relativ mumpe, denn die Zeit ist vorbei für diese Aufnahmesession. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier dieses neue Land zu erkunden und die Quests mit euch zu machen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in 2 Tagen zum nächsten Part von Terra wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin für heute raus. Ciao!